Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne ein paar Produkte des neuen Essenssortiments vorstellen. Ja, vor ein paar Tagen waren meine Eltern mich nämlich besuchen und haben mir ein kleines Päckchen, das mir Essens freundlicherweise zugeschickt hatte, mitgebracht. Und zwar waren da ein paar Produkte des neuen Standardsortiments enthalten. Und diese möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Ich bin auch heute größtenteils mit den Produkten geschminkt. Also ich habe sehr viele davon heute benutzt, um sie euch zeigen zu können. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit den Lidschatten, die ich bekommen habe. Und zwar sind das die Metal Glam Eyeshadows. Ich habe insgesamt 3 Farben bekommen und ich finde sie alle wirklich sehr, sehr hübsch. 2 davon habe ich heute auch benutzt, aber ihr werdet das gleich sehen. Und da fangen wir jetzt gleich mal mit dem ersten Ton an. Und zwar die Farbe 02 Coffee to Glow. Und das ist so ein wirklich wunderschöner, bräunlicher Ton mit einem ganz, ganz tollen Schimmer, der sich allerdings abträgt. Also das ist nur so ein Overspray, würde ich mal sagen. Denn unten drunter kommt dann die Farbe zum Vorschein, wenn ihr das paar Mal benutzt habt. Nur die ersten paar Male in der Verwendung habt ihr wirklich sehr, sehr starken Schimmer auf den Augen. Aber ja, wie ihr seht, ist halt hier unten dann wieder der dunklere Ton. Und ja, den Lidschatten trage ich heute so im äußeren V, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hat sich auch sehr gut einarbeiten lassen. Ich habe unten drunter noch eine Base aufgetragen und zwar von Catrice, so ein Creme-Eyeshadow in der Farbe Lord of the Blinks. Und das hat sehr gut zusammen funktioniert, wie ich finde. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Ist auch mein Favorit von den Metal Glam Eyeshadows und den habe ich auch schon sehr oft benutzt. Ja, und dann habe ich heute noch als Highlight verwendet diesen Ton hier. Das ist die Farbe 08 Nice Frosting und den trage ich ein bisschen in einem Augenwinkel, um das alles ein bisschen zu highlighten. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Highlight-Farbe. Schimmert auch sehr, sehr stark wieder. Wird sich allerdings auch wieder abtragen, denke ich. Und ja, ist einfach so ein tolles, schönes, schimmerndes Weiß. Kann man sicherlich auch gut einfach als Highlighter fürs Gesicht nutzen. Also einfach mal ein bisschen rumspielen und rumprobieren. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr hübscher Ton, wie ich finde. Ja, und dann habe ich noch den Ton 04 am Sparkle All Night bekommen. Den habe ich jetzt noch nicht benutzt. Ist eher für so ein Smoky Eye, würde ich mal sagen. Vielleicht so zum Ausgehen, wenn man abends feiern geht. Ist so ein toller, grau-bläulich-schwarzer Ton. Ich denke, wenn sich die Schimmerschicht abgetragen hat, wird es so ein Blauschwarz sein. Also wie gesagt, den habe ich noch nicht benutzt. Ich werde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich was Dunkleres für den Abend schminken möchte. Aber so gefällt er mir auch schon mal sehr gut. Und ja, momentan bin ich wirklich sehr begeistert von denen. Wie gesagt, die Farbe Coffee to Glow ist mein Favorit. Den habe ich jetzt auch schon häufig getragen. Ich hatte den sogar im Bodyshop-Event drauf und er war super zufrieden mit dem Ton. Und ja, hält auch sehr, sehr lange mit einer guten Base drunter. Wie gesagt, ich habe einfach von Catrice so ein Creme-Eyeshadow noch drunter aufgetragen. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Vor allem für den Preis sind die sehr gut. Die kosten nur 2,45 Euro. Und wenn ihr gerne schimmernde Eyeshadows bzw. Lidschatten benutzt, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ja, dann geht es auch schon weiter mit dem Blush, den es jetzt im neuen Sortiment geben wird. Und zwar ist es ein Silky Touch Blush in der Farbe 60 Life's a Cherry. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schöner, rot-pinkfarbener Ton. Also gefällt mir wirklich super gut. Ich trage ihn auch heute. Ich habe extra ein bisschen mehr aufgetragen, dass ihr ihn hoffentlich gut sehen könnt. Also ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön. Die ist auch mega gut pigmentiert. Also müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr den auftragt. Da könnt ihr den mal auf meinem Finger sehen. Ich swatch euch den mal kurz. Und da ist die Farbe. Also geht auf jeden Fall mit einem sehr, sehr fluffigen Pinsel da rein, klopft den am besten nochmal am Produkt ein bisschen ab und tragt das dann auf die Wangen auf, denn der ist super, super gut pigmentiert. Also das ist ein sehr toller Blush, ist auch eine schöne Farbe. Ich finde, solche Töne gibt es immer viel zu selten in der Drogerie und wenn ihr auf kräftig betonte Wangen steht, kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Das macht einfach so einen schönen, frischen Look, finde ich. Also wie als wenn ihr jetzt gerade draußen spazieren wärt, eure Wangen so ein bisschen gerötet sind dann von der Kälte draußen oder so. Und das ist wirklich ein perfekter Ton für den Herbst oder auch für den Winter. Und ja, das sind 5 Gramm enthalten und der soll kosten 2,49 Euro. Ja, dann geht es weiter mit den Lippenstiften. Ich putze mir nochmal ganz kurz den Finger, damit ich die ganzen Produkte nicht voll mache. Und da habe ich 2 zugeschickt bekommen und einen habe ich mir selber gekauft. Noch dazu, weil ich die Farbe so toll fand in der Drogerie. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die 2 Töne, die ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist es einmal der Ton, den ich heute drauf habe. Das ist die Farbe 09 Wear Berries und das ist wirklich ein wunderschöner
Ton. Also ich stehe ja momentan total auf diese ganzen lila Töne. Ich finde das im Herbst super schön. Ich liebe im Herbst auch den Rebel Lippenstift von MAC. Und ja, das ist einfach so eine abgeschwächte Version, den man auch in der Schule tragen kann, finde ich. Also ich würde so jetzt auch in die Schule gehen. Ich bin allerdings auch schon ein bisschen älter als vielleicht für die kleinen Mädels, so dann zum Weggehen mal oder so. Das ist wirklich ein sehr schöner Ton, meiner Meinung nach. Ich kann euch den auch mal gerne swatchen. Da könnt ihr den sehen. Also ein sehr schönes Lila. Ist nicht so super stark deckend, wie jetzt zum Beispiel ein Lippenstift von MAC, wie jetzt zum Beispiel Rebel. Ist eher etwas schier. Man kann ihn aber gut aufbauen, wie ihr seht. Also wenn ihr nur einmal über die Lippen geht, ist der nicht so stark deckend und so stark dunkel. Und ja, das ist mein allerliebster Ton von den ganzen. Und ja, ich finde, es sieht einfach super, super schön aus. Vor allem halt eben auch jetzt dann für den Herbst. Und dann habe ich noch die Farbe 07 Natural Beauty bekommen. Das ist dann eher ein Ton, der, denke ich, allen Mädels zusagt. Ist so ein wunderschöner, natürlicher Rosenholzton. Den hatte ich jetzt auch schon mal getragen. Und ja, da könnt ihr den sehen. Das war jetzt allerdings in zwei Schichten aufgetragen. Ich kann ihn noch mal ganz kurz leichter swatchen. Ja, da vielleicht. Da könnt ihr den sehen. Also auch wirklich ein wunderschöner Ton. Kommt auf den Lippen noch heller raus. Es ist halt eben immer je nachdem, wie eure Lippenfarbe ist. Aber das ist eher so ein nudiger Ton mit so einem bisschen Rosenholzeinschlag. Und ja, auch sehr, sehr hübsch. In den Lippenstiften sind übrigens 3,8 Gramm enthalten und die kosten 2,29 Euro, was ich auch wirklich super finde für so einen tollen Lippenstift. Die haben sich wirklich gemacht, Essens, also bei den Lippenstiften, ihr werdet das merken. Die sind übrigens alle matt und ja, ganz, ganz tolle Farben. Und weil ich eben so begeistert war von den beiden, die ich bekommen habe, habe ich mir noch die Farbe 08 Color Crush zugelegt. Und das ist so ein wunderschöner pinker Ton, hat mich irgendwie ein bisschen an einen Passion erinnert, werde ich dann auch nochmal vergleichen. Und den swatche ich euch mal hier hin. Da könnt ihr den sehen. Also wirklich so ein schöner Korall-Pink-Ton. Super, super hübsch. Auch wieder super pigmentiert, meiner Meinung nach. Und die Lippenstifte lohnen sich auf jeden Fall. Es gibt auch noch rötliche Töne und auch eher natürliche Farben. Also wenn ihr eher auf Nude steht, dann könnt ihr euch da auch auf jeden Fall mal umschauen gehen. Und ich kann sie bloß empfehlen. Sie halten zwar nicht so super lange. Ich denke so ungefähr eine Stunde. Dann müsst ihr sie halt nachziehen. Aber das ist für den Preis wirklich auf jeden Fall okay. Und ja, sehr, sehr hübsch, wie ich finde. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt, das ich bekommen habe. Und zwar ist es dieser wunderschöne Color & Go Lack in der Farbe Crazy Fancy Love. Und das ist so ein toll changierender Lack in so einem, ja, das sieht aus wie so ein Käfer, finde ich immer. Das ist so ein Gold, ja, pink, grün, also das changiert wirklich super, super hübsch in allen möglichen Farben. Ich habe den jetzt noch nicht aufgetragen, da meine Nägel momentan wirklich schon wieder sehr stark rausgewachsen sind und man mit solchen ja, krassen Tönen, sage ich jetzt mal, den Übergang immer super stark sieht. Deswegen ja, werde ich den auf jeden Fall benutzen, wenn meine Nägel wieder neu sind. Ihr wisst ja, ich bin momentan 5 Wochen in Stuttgart und möchte hier nicht ins Nagelstudio gehen. Ich erwarte dann wieder, bis ich zu Hause bin und meine Mama mir die Nägel machen kann. Aber ja, sobald sie dann wirklich wieder neu gemacht sind, ich wieder ein neues Gel bekommen habe, werde ich euch den auf jeden Fall mal zeigen. Ihr werdet ihn, denke ich, auf jeden Fall mal getragen in einem Video sehen oder auch auf Instagram ein Foto, wenn ihr möchtet. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ton, meiner Meinung nach. Und ja, die Nagellacke von Essence aus der Kyle & Go Reihe kosten ja immer um die 1,59. Das lohnt sich auf jeden Fall auch bei so einem schönen Ton. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt schon. Das waren alle Produkte, die ich von Essence testen durfte, die ich zum Testen zugeschickt bekommen habe. Die Produkte aus dem neuen Standardsortiment. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, mein Video hat euch gefallen. Und das war vielleicht ein bisschen informativ für euch. Wie gesagt, ich trage heute auch sehr, sehr viel von den Produkten. Ich werde euch das aber alles nochmal in der Infobox abtippen, damit ihr euch da informieren könnt, wenn ihr das möchtet. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!